Was für ein Kalender. Tottenham, Chelsea, Manchester United, Arsenal. Dazwischen noch Nottingham Forest im Carabao Cup. Ja, das sind unsere Gegner, die es zu schlagen gilt. Und nicht nur gilt zu schlagen, sondern wäre auch gut, wenn wir sie schlagen müssen. Ja. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt nicht wirklich Glück im letzten Spiel gehabt. Die Tabellensituation sieht wie folgt aus. Chelsea führt mit 28 Punkten die Tabelle an, also 7 Zähler von Manchester City, und mittlerweile ist Manchester City auch schon ein Stück von uns entfernt. Ja, es sind schon 10 Punkte. Auf einen Europa-League-Platz sind es nur 5 Punkte. Das muss man jetzt auch dazu sagen. Wir sind jetzt an der 14. Stelle. 13. ist Tottenham nicht genau. 3 Siege, 2 Unentschieden und 5 Niederlagen wie wir. Zudem gibt es, wir haben uns 2 Punkte vor dem Abstiegsplatz mal gestellt. Das ist für uns das Wichtigste, mal nicht abzusteigen. Wie wir wissen, ist das die größte Sorge bei uns im Verein. Denn es läuft noch nicht alles so geschmiert. Ja. Jetzt müssen wir Taylor wieder reinhauen. Unseren Captain. Man muss auch sagen, eben, dass diese Rolle Ludwig als Captain noch nicht so gepasst hat, dass ein Kai seinen Einsatz komplett verschlafen hat. Das sind Dinge, die im letzten Spiel einfach nicht gepasst haben. Und an dem gilt es halt jetzt zu arbeiten, dass man... Ja, er schießt einfach nur raus, weil ich will eh nicht spielen. Es gilt daran zu arbeiten, auch in der Defensivarbeit, dieser Elfmeter wieder, der unnötig war, vielleicht einzustellen. Wir werden jetzt gleich mit einem offensiveren Ding spielen. Und Fehler! 0-1 hier bei Tottenham! Vor Schreck fliegt mir gleich alles hier hinunter, Controller. Dann Willner, mit dem hätte ich nicht gerechnet. Wenn da einer steht, dass es Willner ist. Schön gespielt, aber von Abate da draußen. Und ich weiß gar nicht, wer da jetzt noch mitgespielt hat. Williams, hat das Williams mitgespielt? Lorry. Ludwig. Heller. Schön. Abgefangen. Abate. Henri. Meier. Harry Kane, Willner, und das ist Taylor. Kann ich Tackler Fjord. Das sind Fehler, die dürfen halt nicht passieren. Baker. Auch wieder Baker.
Und es steht 0-2. Wieder schön rausgespielt. Telafsson. Neuer Score hier im Spiel 0-2 Exeter City. Das ist eine Ansage gegen Tottenham. Um in diese kleine Länderspielpause zu gehen und dann gegen Manchester United voll attackieren zu können. Ja, mit Manchester United, Chelsea kommen zwei der vorderen Gegner ran, also welche, an die man ran will natürlich. Chelsea, glaube ich, hat man die geringsten Chancen, was die Tabelle zumindest anbelangt, am Ansa rankommen. Und das war Son, und das hat er auch schon gemacht. Denn Son spielt ja auch mittlerweile hier gegen seinen Ex-Club, muss man jetzt sagen. Falls das viele noch nicht jetzt gewusst haben. Son ist ja von den Spurs gekommen. Man spielt ja eigentlich recht gut Aurier oder wie auch immer man den ausspricht. In Delhi. Das ist Meier und der hat das Sagen hier in der Abwehr. Ah, ein Stück zu weit. Schön, Taylor. Son, Milner, Taylor, Baker. The fourth official has indicated there will be a minimum. Gibt das Foul hier? 2 Minuten Nachspielzeit. Es ist derzeit alles nach Plan. Laufen wir euch für Exeter. Drei Punkte, das heißt, man wäre trotzdem noch 2 Punkte auf jeden Fall vom Abstieg bewahrt, vom Abstiegsplatz bewahrt vor allem und man will sich ja einen Platz zumindest gut machen. Und das ist Harry Kane, der im Rücken steht, der Abwehr. Da zwei Leute, unter anderem Meier, wollte dazu Kane rennen und stolpert da beim anderen. Nichtsdestotrotz, das kann passieren, ist jetzt halt ein schneller Schlag von Tottenham gewesen. Lenz. Und das tut weh. Baker, das tut weh, das kann ich dir sagen. So einen Ballverlust. Und das war Gott sei Dank Abseits. Also, jetzt hat man sich gespielt. Baker, nochmal. Oh, Kani.
Höhenflug. Müller, Torschütze hier gegen Tottenham. Taylor. Und es ist nochmal so. Der jetzt gehen wird. Einer, der sich gut präsentiert hat. Auch im letzten Spiel hat es leider nicht geklappt. Auch eine gute Möglichkeit vergeben gehabt hat. Immer wieder eine gute und solide Leistung abruft, wenn er drinnen ist. Oh mein Gott, Becker. Und auch einer, der sich mittlerweile sehr konkurriert mit Williams. Ist das heute? Ist auch gern gesehen mittlerweile in einem Spielfeld. Eriksen, den hat man ja nicht locken können. Zu uns. Hat jetzt eine Vertragsverlängerung. Bei den Spurs ist er. Barrett. Derjenige, der auch sehr solide Leistungen zeigt. Und Ossi, langer Ball. Ungewöhnt. Wichtiges Foul. Dort Baker wieder ein bisschen angeschoben. Oh, alles. Fair hier abgelaufen. Ausgleich hier bei Tottenham. Fabio, haben wir jetzt zum Schluss kommen lassen. Barrett. Die Flanken kommen zu nah an den Kasten meistens. So, Ekpang. Ossi. Ludwig. Bailey. Fabio. Foul. Ja, natürlich bitter. Wenn man jetzt hier 2-2 spielt, ist das nun mal so. Aber man muss sagen, toll, war nicht unverdient. Die erste Halbzeit, kann man sagen, hat uns gehört, aber die zweite läuft nicht so nach dem Motto. Exeter hat es im Griff.
Kramaric. Der braucht extrem lange, wenn er erst auftaut. Haben wir aber schon einmal erwähnt. Ja, 2-2. Trotzdem schönes Spiel. Es gibt ja nicht viel zu sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und rein. Mach's gut. Ciao.